Hallo und herzlich willkommen bei Economic Training bei Stefan Deininger, Deininger Training, Economic Training, zeitsparendes, gesundheitsorientiertes Krafttraining. Etwa 2 bis maximal 3 Krafteinheiten pro Woche, 30 Minuten plus minus 5 Minuten hin oder her führen mit diesem Trainingskonzept, mit diesem Trainingssystem zum Erfolg. Und es gibt natürlich ganz viele Wege, wie man erfolgreich trainieren kann, wie man Fortschritte erzielt im Krafttraining, wobei man sich bitte nicht nur von der Wissenschaft, Entschuldigung, ich schwitze, ich habe gerade trainiert, wobei man sich nicht nur von der Wissenschaft leiten lassen sollte, sondern eben auch von der Praxis. Und dieses High-Intensity-Training hat sich seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich bewährt bei sehr, sehr vielen Menschen. Arthur Jones hat dieses High-Intensity-Training populär gemacht, Ganzkörpertraining 2 bis 3 Mal in der Woche und mehr oder weniger Einsatztraining. Und Kiesertraining, eine Kette, insbesondere im deutschsprachigen Raum, also auch Deutschland, Schweiz, Österreich, mit insgesamt, das weiß ich jetzt auf jeden Fall, in Deutschland über 100 Studios, 110, 120, ich weiß es leider nicht genau, sorry, bietet eben auch dieses Trainingskonzept an mit sehr, sehr gut ausgebildeten Instruktoren. Und ich möchte einfach in diesem Video nochmal den ein oder anderen vielleicht inspirieren, dass man eben auch mit weniger Trainingsaufwand sehr viel erreichen kann, auch im Muskelaufbautraining oder eben auch für einen athletischen Körper. Also wenn auch eine Frau sagt, ich möchte einen durchtrainierten Körper bekommen, auch das funktioniert sehr, sehr gut mit diesem Training. Man kann viel trainieren, man kann lange trainieren oder man kann eben effizienter trainieren. Wenig Sätze und dafür jeden Satz wirklich sehr, sehr intensiv, also möglichst bis zum positiven Muskelversagen in korrekter Form. Und man darf sich nicht von der Wissenschaft ablenken lassen zu stark und auch nicht von vielen Influencern, YouTube-Videos, Bodybuildern, Bodybuilderinnen, Fitnessathletinnen, Athleten, die wohl sehr viel und sehr lange trainieren. Die Genetik macht auch sehr viel aus, wie weit man kommen kann. Und natürlich auch, damit die Muskulatur besser zu sehen ist, die Ernährung, also sprich ein relativ niedriger Körperfettanteil, das sieht einfach jeder Trainierter muskulöser aus, ob Mann oder Frau. Und das muss man einfach auch bedenken, dass es sehr, sehr viel ausmacht. Okay, zurück zum Trainingskonzept. Was kann man erreichen mit 2 mal maximal 3 mal Krafttraining in der Woche, 30, 35 Minuten? Als Beispiel möchte ich den Dominik Schneider kurz erwähnen. Dominik hat 2018 mit einer absolut herausragenden Form den Titel des deutschen Meisters in der Men's Physik Klasse gewonnen. Und nicht zuletzt ist er auch noch Gesamtsieger geworden. Er hat etwa 2 bis 3 Mal in der Woche ein kurzes, intensives Maschinentraining, also primär Maschinentraining ausgeführt, an Medex- und Nautilus-Maschinen zum Großteil. Also kurz und intensiv, Trainingsdauer 30 bis 40 Minuten. Und wirklich absolute Topform ist er Gesamtsieger geworden, was ein ganz klarer Beweis ist, dass man eben mit wenig Trainingsaufwand herausragende Ergebnisse erzielen kann. Ich möchte den Martin Schopp erwähnen, der bereitet sich gerade auf seine erste Meisterschaft in Österreich vor. Martin trainiert 2 bis 3 Mal in der Woche. Bei 3 Krafteinheiten pro Woche braucht er nur etwa 15 bis 20 Minuten für ein Workout, weil er nur mit 4 Übungen arbeitet, wo der gesamte Körper beansprucht wird. Also auch wirklich super effizient. Martin hat auch einen sehr, sehr ausgeglichenen Körper, also auch eine sehr gute Muskelmasse. Und wie schon erwähnt, befindet er sich jetzt auf Diät. Also ich bereite ihn auf die Herbstmeisterschaft vor. Das heißt, da wird auch noch weiteres von Martin kommen. Spätestens dann, wenn Tag X ist.
Und ja, freue mich ganz arg mit Martin, mit meinem Schatz Mirella und mit seiner Partnerin Karin. Wir freuen uns alle gemeinsam auf den Wettkampf, auf die Vorbereitung. Der ist jetzt auf einer strengen Diät und wird es ganz sicher mit Bravour meistern. Und das Ziel natürlich ganz klar, Topform mit wenig Aufwand zum Trainingserfolg. Und das wird Martin sehr, sehr bald beweisen. Toll. Zweimal Training in der Woche. Zweimal Ganzkörpertraining. Das sieht man mal. Wie Fleisch von Wasser kann ich nicht mehr aufbauen. Dann auf jeden Fall erwähnen möchte ich den Tom Trainer und seine Frau, die Gina Trainer. Die trainieren beide zweimal in der Woche Ganzkörpertraining, 30 bis 35 Minuten. Von der Gina Trainer habe ich mitbekommen, dass sie vor vielen, vielen Jahren fünfmal, sechsmal in der Woche trainiert hat, sehr viel, sehr lang, auch mit Cardio. Und jetzt macht sie nur noch zweimal Krafttraining und hat alles mit der Ernährung gestartet. Sie hat also auch einiges abgenommen und hält es schon seit vielen Jahren. Von viel, viel größerem Aufwand, fünf bis sechsmal in der Woche, eins bis eineinhalb Stunden täglich, jetzt zweimal 30 Minuten pro Woche. Gina Trainer sieht sehr muskulös, sehr trainiert aus. Ich erlaube es mir jetzt einfach mal kurz ein Foto zu zeigen. Gina hier absolut super austrainiert, so sieht sie mehr oder weniger das ganze Jahr aus. Sehr, sehr diszipliniert ist sie und ihr Mann mit der Ernährung Low Carb, High Protein nebenbei bemerkt. Mit zweimal 30 Minuten Krafttraining und der entsprechenden Ernährung ist also, meine lieben Damen, so ein Körper erreichbar. Und der Tom Trainer, der ist über 60 Jahre alt, der sieht fantastisch aus, super austrainiert, auch hier zweimal Training, halbe Stunde Ganzkörpertraining, auch teilweise mit Nautilus und Medix Maschinen. Tom betreibt mit Gina in Michigan ein Fitnessstudio und beide instruieren genau dieses Trainingskonzept, zweimal 30 Minuten pro Woche Ganzkörper für alle Kunden mit sehr, sehr großem Erfolg und Tom schaut ebenfalls absolute Weltklasse aus. Dann erfolgreich mit diesem Training ist auch der Nicolas Fink, ein in Amerika lebender, über 60-Jähriger. Und den finde ich auch mega klasse. Hier ein Foto vom Nicolas. So, meine lieben Herren, mit zweimal 30 bis 35 Minuten Ganzkörpertraining pro Woche, mit der entsprechenden Genetik natürlich und einer disziplinierten Ernährung kann man also so aussehen mit über 60 Jahren. Ja, der schaut einfach mega top aus. Ernährung, wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Punkt zum niedrigen Körperfettanteil haben, damit man die Muskulatur auch sieht. Dann natürlich auch, ich trainiere schon seit sehr, sehr vielen Jahren, fast nur mit Maschinen, zweimal in der Woche, Ganzkörpertraining und würde jedem empfehlen, wenn er sagt, er hat zum Beispiel nicht so viel Zeit zum Trainieren, möchte trotzdem Muskeln aufbauen, es reichen zwei Einheiten pro Woche aus. Die müssen eben richtig umgesetzt werden, intensiv, ein Satz pro Übung. Das Maschinentraining eignet sich hierfür sehr gut, weil man da auch sich sehr viel Zeit spart und wenn man gute Maschinen hat, mit einer sehr guten Biomechanik wirklich einen sehr guten Trainingsreiz setzt. Gerne werde ich über dieses Trainingssystem mehr berichten. Wenig Zeitaufwand, viel Erfolg und das auf gesunde Art und Weise. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.